begrüße ich die bis jetzt anwesenden Teilnehmer. Mein Name ist Bernhard Scheffold, ich bin Co-Vorsitzender in dem Verein Patientenrechte und Datenschutz e.V. und ich leite hier ein und werde auch moderieren. Wir haben heute schon die zweite Veranstaltung in unserer Vortragsreihe zu dem Themenkomplex Digitalisierung im Gesundheitswesen. Das Format hat sich ein bisschen geändert. Wir machen jetzt einen Vortrag pro Veranstaltung. Dafür machen wir dann jeden letzten Donnerstag des Monats eine Veranstaltung und werden dann die nächste Veranstaltung am 29. April haben. Das ist so heute der Plan und die nächste Veranstaltung steht auch schon und wir hoffen, dass wir das so durchziehen können, sodass man sich an den Termin dann auch gewöhnen kann. Heute freue ich mich ganz besonders, dass wir als Referenten den Jan Kuhlmann haben, der schon wirklich sehr lange das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen begleitet und auch wirklich da geradezu ideal qualifiziert ist, weil er sowohl Rechtsanwalt als auch Informatiker ist. Er ist auch im Verein Patientenrechte und Datenschutz e.V. als Vorstandsvorsitzender und spricht heute über rechtliche Aspekte der elektronischen Patientenakte und der Telematikinfrastruktur 2.0. Jetzt sage ich noch ein bisschen was dazu, wie die ganze Sache abläuft. Wir haben das hier auch auf diesen Einleitungsslides. Wer das hier veranstaltet, steht da auch noch drauf. Also das ist von 4 Organisationen veranstaltet. Und wichtig ist, dass es auch nicht nur ein reiner Vortrag ist, sondern auch interaktiv. Aber um Bandbreite zu sparen, machen wir das nicht per Video und Audio interaktiv, sondern nur über den Chat, in dem man kommt, in dem man den öffentlichen Chat aktiviert. Da können die Teilnehmer sich untereinander austauschen, aber wenn das eine Frage an den Vortragenden sein soll, dann bitten wir die dann mit M-Doppelpunkt einzuleiten, sodass ich die einsammeln kann und wir die am Ende des Vortrags dann gesammelt beantworten können. Und ja, wie gesagt, wir versuchen hier die Bandbreite zu sparen. Wenn der Teilnehmerkreis so überschaubar ist wie im Moment, dann sollte das schon kein Problem sein. Aber wenn man dann wirklich größere Runden hat, dann hilft es natürlich mit der Infrastruktur, die wir haben, dann auch möglichst viele Teilnehmer dabei haben zu können, wenn wir dann nicht für jeden Video und Ton ermöglichen, weil das würde dann die Teilnehmerzahl sehr begrenzen und man müsste da andere Sachen machen. Aber wir haben auch bewusst jetzt diese Infrastruktur gewählt, weil als Datenschützer will man natürlich nicht unbedingt auf eine Plattform gehen, die dann dem Datenschutz eher zuwiderläuft. Okay, das sind jetzt so die Einleitung, was vielleicht auch noch wichtig wäre, wenn man die Präsentation im Vollbildmodus sehen will und nicht alles so schön die Funktionen von Big Blue Button, dann kann man auf die Folie rechts unten auf dieses Symbol klicken, Präsentation zum Vollbild machen, dann bekommt man die Präsentation auf dem ganzen Bildschirm und kann es dann vielleicht auch besser lesen. So, ich denke, das war jetzt so das, was wichtig war, hierzu zu sagen. Und dann übergebe ich das Wort an den Jan Kuhlmann und nehme mich selber hier jetzt auch ein bisschen wieder zurück. Okay, dann mache ich mich mal zum Präsentator und muss eine Präsentation auswählen. Genau. So, erstmal vielen Dank für die einleitenden Worte an Bernhard Scheffold. Sie sehen jetzt die beabsichtigte Präsentation hier als kleines Viereck in nur so einem schwarzen Feld unten.
Und ganz unten am Rand von diesem Schwarz, von diesem Viereck, das so bunt ist, ganz unten, da sehen Sie so ein Symbol mit vier Pfeilen in alle Richtungen. Und wenn man da drauf die Maus da drüber laufen lässt, dann kann man da lesen, Präsentation zum Vollbild machen. Und dann, wenn man da draufklickt, das habe ich jetzt gemacht, dann sieht man in voller Größe und Schönheit diese Präsentation. Und ich hoffe, Sie machen das jetzt alles, alle, sodass Sie die Präsentation jetzt alle genauso groß und schön sehen wie ich selber. Das Thema soll heute sein: elektronische Patientenakten und Telematik 2.0. Und ich soll auch und möchte auch über das Thema Kosten der Telematikinfrastruktur ein bisschen was sagen. Um aber dazu was sagen zu können, muss man die Geschichte der Gesundheitskarte ein bisschen besser verstehen, denn dann versteht man auch, wo man jetzt ist. Man muss ein bisschen in der Geschichte zurückgehen, um zu verstehen, wo man jetzt ist. Dann sage ich noch ein bisschen was zu Kosten und Kostentreibern des Telematikprojekts. Dann konkret zur elektronischen Gesundheitsakte und Telematik 2.0. Geschichte ist eben wichtig, damit man überhaupt versteht, wo wir jetzt gerade sind und wie es auch weitergehen könnte. Denn die Geschichte der EGK ist eben eine Geschichte von Innovationen, die alle dazu dienen sollen, nachher eine elektronische Patientenakte und elektronische Rezepte zu ermöglichen. Das wird uns schon seit ungefähr 1989, 1990 immer wieder gesagt. Und uns wird dann immer wieder kurzfristig in Aussicht gestellt, dass das Ganze unmittelbar bevorsteht. Und das ist seit in regelmäßigen Abständen der Fall. Zuerst war das immer nur alle 3 oder 4 Jahre, dass uns das in Aussicht gestellt wurde. Und jetzt wird uns das jedes Jahr in Aussicht gestellt. Und das muss man einfach wissen, um so ein bisschen realistisch einzuschätzen, wo wir eigentlich sind. Muss ich mal da hinklicken. 1989 wurde das Gesundheitsreformgesetz damals noch vom Bundesgesundheitsminister Blüm erfolgreich eingebracht und damals kam die Krankenversichertenkarte und das war damals auch schon, die erste Idee war auch damals schon, dass man auf der Krankenversichertenkarte, das war ja schon eine Chipkarte, dass man da auch Diagnosen und Behandlungen und Rezeptdaten und so weiter alle auf der Chipkarte speichern kann. Man muss bedenken, für die Leute, die damals schon am Leben waren, damals gab es noch gar keine Datenleitung wie jetzt, sodass eigentlich Chipkarten die einzige Möglichkeit zum Datentransport waren. Und dementsprechend hat man sich die gleichen Sachen, die man heute mit der Patientenakte oder dem elektronischen Rezept macht, die hat man sich damals alle als Anwendung auf der Karte selbst vorgestellt, sodass die Daten immer nur von dem Patienten sozusagen hin und her getragen werden. Was aber seit 1995 in Wirklichkeit nur eingeführt wurde, ist eine ganz dumme Karte, die die Intelligenz einer normalen Telefonchipkarte hat. Nämlich, da ist einfach nur mehr oder weniger eine Versichertennummer drauf. Und diese Versichertennummer wird in der Arztpraxis eingelesen. Und dann werden alle möglichen Unterlagen mit dieser Versichertennummer versehen und elektronisch vom Arzt zu anderen Stellen übertragen. Den Arzt habe ich hier in diesem Schaubild links oben untergebracht. Und er gibt dem Patienten mehrere, zum Beispiel Rezepte oder auch Rezepte für die Apotheke oder für Leistungserbringer. Und auf diesen Rezepten ist aber schon diese Identifikationsnummer aufgedruckt. Und die wird dann nachher bei den Apotheken eingelesen und elektronisch an die Krankenkasse geschickt. Alles, was der Arzt bei einem macht, die Behandlungen und so weiter, werden auch beim Arzt elektronisch aufgezeichnet, auch mit der Versichertennummer des Patienten verbunden und über elektronische Leitungen an die kassenärztlichen Vereinigung
geschickt. Die ist da ganz oben abgebildet. Und von dort aus werden sie an die Krankenkassen weitergeleitet. Die Krankenkassen haben also jetzt schon Gesundheitsakten über uns, in denen die ganzen Behandlungen drinstehen. Für jede Behandlung beim Arzt gibt es so eine Gebührenziffer. Und auch die Diagnosen müssen vom Arzt an die Krankenkassen weitergegeben werden. Das alles geschieht ohne Beteiligung der Gesundheitskarte über Datenleitungen, die auch schon seit 1995 die ganze Zeit zur Übertragung dieser Informationen genutzt werden. Und auf diese Weise kommen die Krankenkassen jetzt schon in Besitz von Gesundheitsakten, in Anführungsstrichen, also von gesundheitlichen Informationen über uns. Sie haben also Informationen über die gebührenrelevanten Leistungen, die unsere Ärzte erbringen, und über die Diagnosen und auch über alle Rezepte, die wir bei der Apotheke einlösen, über alle Medikamente, die wir bekommen haben. Und man kann das, diese Informationen, die die Krankenkassen besitzen, die kann man über unseren Krankenkassenanfragegenerator, der auf der Homepage des Vereins Patientenrechte und Datenschutz ist, darüber kann man so eine Abfrage starten und bekommt dann die ganzen Informationen, die bei der Krankenkasse sich hier ansammeln. Man sieht ja, dass die ganzen Pfeile bei diesen Informationsflüssen alle bei der Krankenkasse enden. 2004 begann die Geschichte der Gematik durch ein Bit4Health-Konsortium. In dem waren damals IBM Deutschland, ADV Orga, SAP, Intercomponentware und das Fraunhofer-Institut. Und die haben praktisch die Ideen entwickelt dafür, was die Gematik und die Gematik, das ist die Betriebsorganisation, und was die Telematikinfrastruktur leisten soll. Und es ist schon mal interessant, dass mit IBM Deutschland und Intercomponentware zwei Firmen dabei sind, die die ganze Zeit ununterbrochen bis heute die Telematikinfrastruktur mitgestaltet haben und erheblich davon profitiert haben. Die haben also selber sich dieses System ausgedacht. Damals ist auch ein geleaktes Gutachten zur Kostendeckung der EGK vom Chaos Computer Club veröffentlicht worden. Aus einem Gutachten von Booth Allen Hamilton, also einer Beratungsfirma. Da komme ich später nochmal darauf zurück. Damals wurde uns gesagt, elektronische Rezepte, Milliarden Einsparungen erwartet. Und zwar dadurch, dass das elektronische Rezept eingeführt wird. Das ist jetzt ein Auszug aus der Allgemeinen Zeitung von Hannover aus dem Jahre 2004. Und damals hat man gesagt, im Jahr 2006 wird das elektronische Rezept eingeführt und dadurch können wir Milliarden sparen und das ist doch super geil. Wie wir alle wissen, ist das elektronische Rezept bis heute nicht eingeführt. 2011 bis 2013 wurde dann die nächste Chipkartengeneration ausgerollt, die elektronische Gesundheitskarte. Damals war keine Anwendung fertig und das Foto auf der Karte war die einzige Neuerung zur vorigen Chipkartengeneration der Krankenversichertenkarte, auf der eben nur diese Nummer drauf war. Diese Nummer ist natürlich auch auf der Gesundheitskarte, aber man soll auch damit auch noch mehr machen können. Es gab vorher viele gescheiterte Pilotprojekte, aber man hat dann trotzdem das Rollout durchgeführt, obwohl die Pilotprojekte gescheitert waren. Anfangs hat es viele Menschen gegeben, die jetzt boykottiert haben, die EGK zu bekommen, die zum Beispiel keine Bilder eingeschickt haben. Aber die Gerichtsverfahren waren dagegen, sind alle gescheitert und die sind jetzt mittlerweile ist das aussichtslos. Seit 2016 wird die zweite Generation der elektronischen Gesundheitskarte ausgerollt, mit einer verbesserten Kryptographie, also Verschlüsselung. Da sind so Zertifikate drauf, die zur Verschlüsselung benutzt werden können. Man kann die Karte auch nicht mehr so einfach auslesen, wie es mit der ersten Generation noch möglich war. Dazu ist ein Haltungsausweis erforderlich.
Und beim Rollout der ersten Generation war schon bekannt, dass erst mit der zweiten Generation die Anwendungen möglich sind, wie zum Beispiel elektronisches Rezept oder elektronische Patientenakte, mit der KVK, mit der Krankenversicherungskarte nicht gingen. Es war also schon bei der ersten Generation bekannt, aber man hat sie trotzdem ausgerollt. Und das hatte den eigentlichen einzigen Grund, das Projekt am Laufen zu halten. Die erste Generation hatte nie eine andere Funktion als die Krankenversichertenkarte. Sie hat genau dasselbe geleistet und nichts anderes. 2019, also 7 Jahre nach Abschluss des Rollouts der EGK, gibt es die erste Anwendung, die nicht schon genauso mit der Krankenversichertenkarte funktionierte. Es geht darum, gefälschte oder ungültige Karten zu erkennen und Leistungsmissbrauch zu verhindern, indem einmal im Quartal die Daten mit dem Bestand bei der Krankenkasse verglichen werden. Das ist also die einzige Anwendung der EGK, die heute funktioniert. Und zwar, wenn man beim Arzt ist, gibt man seine Chipkarte ab und dann liest das Lesegerät aus der Chipkarte die Versichertennummer und schickt die über die Telematikinfrastruktur an die eigene Krankenkasse. Also auf der Chipkarte steht auch, in welcher Krankenkasse man ist, sodass die Nummer also an die richtige Krankenkasse geschickt werden kann. Die Krankenkasse antwortet dann, ob man dort bekannt ist oder nicht, ob man auch eine neue Adresse hat. Die neue Adresse schickt die Krankenkasse dann auch an die Arztpraxis. Und die geänderten Adressdaten werden jetzt automatisch auf der Karte und im Praxissystem der Ärztin gespeichert. Und das soll nach der jetzigen Planung auch der einzige Nutzen bleiben, den das EGK-Projekt bisher hat und vielleicht auch jemals hat. Denn die EGK soll nach den neuesten Planungen von Spahn komplett durch andere Mittel, andere Identifikationsmittel oder zumindest als möglicherweise abgelöst werden, als eine Möglichkeit. Aber bis dahin ist dieses Adressendaten-Stammdatenmanagement zurzeit die einzige Anwendung der elektronischen Gesundheitskarte, die derzeit funktioniert. Es gibt jetzt Gesundheitsakten der Krankenkassen. Die Techniker-Krankenkasse hat 2016 mit TK-Safe diesen Reigen eröffnet. 2017 und 2018 sind dann die allgemeinen Ostkrankenkassen und alle anderen Krankenkassen mit den Apps AOK-Gesundheitsnetzwerk und Vivi mit eingestiegen. Die am meisten genutzte freiwillige Akte davon ist die der Technikerkrankenkasse. Also offiziell haben sich 250.000 Versicherte dafür registriert. Das heißt, das sind 2,5% der 10,6 Millionen TK-Mitglieder. Und von denen haben sich 250.000, das sind 2,5% für diese freiwillige Akte registriert. Aber wie viel die nun tatsächlich benutzen und darin also Gesundheitsdaten speichern, das weiß man nicht. Meiner Meinung nach sind das noch bedeutend weniger. Das heißt, bisher ist das also eine, also das wird so gut wie nicht angenommen, diese freiwillige Gesundheitsakte. Die kostet zwar nichts, man kann sie auch bei jeder Krankenkasse bekommen, aber es will sie einfach keiner haben. Und jetzt die neueste Errungenschaft, die kontaktlose Chipkarte. Seit 2019 wird aufgrund des digitalen Versorgungsgesetzes die 4. Chipkartengeneration mit einer kontaktlosen Schnittstelle ausgerollt. Ja. Und es kann auch sein, dass diese 4. Chipkartengeneration mit der kontaktlosen Schnittstelle, dass sie noch einem geschickt wird, weil man ja ab einem bestimmten Zeitpunkt, ich glaube, das ist ab nächstes Jahr, hat man Anspruch auf so eine Chipkarte, sodass alle derzeitigen Chipkarten irgendwann mal durch diese Chipkarte mit einer kontaktlosen Schnittstelle ersetzt werden müssen. Bin ich hier richtig? Ja.
Das heißt, ich habe jetzt mal hier ein paar Großprojekte gegenübergestellt. Elbphilharmonie, Bauzeit 2010 bis 2017, Kosten 866 Millionen Euro, also ist das so gut wie gar nichts, wenn man das vergleicht mit anderen Projekten. Das sage ich jetzt als lokalpatriotischer Hamburger, ja, weil das ist ja ein Projekt der Hansestadt Hamburg. 866 Millionen Euro sind gar nichts verglichen mit sowohl der EGK als auch dem Flughafen Berlin. Der Flughafen Berlin hat 7,1 Milliarden Euro gekostet. Er ist ja jetzt dieses Jahr eröffnet worden oder letztes Jahr. Und die Telematikinfrastruktur hat bisher, dürfte bisher, das ist eine ganz grobe Schätzung, ungefähr 14 Milliarden Euro gekostet haben. Sie ist immer noch im Bau. Ich habe hier geschrieben, Bauzeit bis 2021, aber der Bau geht ja immer noch weiter. Und ist natürlich noch doppelt so teuer wahrscheinlich als der Flughafen Bär. Kosten und Kostentreiber bei all dem. Also es gibt sehr schlechte Informationen über die Kosten der EGK und Telematikinfrastruktur. In dieser geleakten Studie von Buss, Allen und Hamilton, die die Gematik selbst in Auftrag gegeben hat, haben die im Jahre 2005 geschätzt, das ist ja schon jetzt über 15 Jahre her, dass die Gesamtkosten zwischen 3,9 und 7 Milliarden Euro liegen werden und dass die Vorteile, dass da Vorteile für die Versicherten oder überhaupt irgendwelche Ersparnisse im Gesundheitswesen erst nach frühestens 10 Jahren auftreten würde. Also ich glaube, sowohl die Kosten sind bedeutend überschritten worden, als auch der Nutzen für die Versicherten ist bisher so gut wie keiner entstanden. In der Deutschen Apothekerzeitung stand mal 2015, dass die bisherige Entwicklung und der Rollout der EGK 1,2 Milliarden Euro gekostet hätte. Der Bund der Steuerzahler hat im Jahre 2017 geschrieben, dass die voraussichtlichen Kosten der EGK für Praxen, Kliniken und Krankenkassen bei 2,2 Milliarden Euro liegen würden, 2017. Und 2009 hat der ARD, die ARD-Sendung Monitor, bekannt gegeben, dass der Pressesprecher der Gematik von bis zu 14,1 Milliarden Euro Investitionskosten ausgeht. Also nur die Investitionskosten, nicht die Betriebskosten. Das sind also die groben Schätzungen, die man bisher so hat. Die Finanzierung der Kosten der Leistungserbringer für die Telematikinfrastruktur passiert über Finanzierungsvereinbarungen der Verbände mit den Krankenkassen. Und das heißt, aus unseren versicherten Geldern werden den Ärzten und Krankenhäusern ihre Aufwände zum größten Teil ersetzt. Dazu kommen die Aufwände der Gematik und die der Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigungen. Die Kosten der Gematik, die zahlen wir über einen Gematikzuschlag, der zurzeit, den die Krankenkassen an die Gematik abführen müssen und der zurzeit bei 1 Euro pro Versicherten und Jahr liegt. Das heißt, wir sind rund 80 Millionen Deutsche, also die Gematik kriegt pro Jahr 80 Millionen. Und der soll jetzt nach dem neuesten Gesetz aus dem Hause Spahn auf 1,50 Euro erhöht werden, sodass die Gematik dann pro Jahr mehr als 100 Millionen Euro erhalten wird. Und da dieser Gematik-Zuschlag auch schon seit von Anfang an existiert, hat also die Gematik allein dadurch schon ungefähr 500 Millionen oder 750 Millionen Euro erhalten. Die Aufwände der Krankenkassen, die bezahlen wir natürlich sowieso direkt über die Krankenkassenbeiträge und die kassenärztlichen Vereinigungen müssen die Ärzte bezahlen. Also wenn man das alles zusammenzählen wollte, könnte man die Kosten feststellen, aber da müsste jemand mal, sagen wir mal, 2, 3 Wochen Zeit für aufwenden. Was sind die Nutznießer? Das sind vor allen Dingen die Chipkartenindustrie, das sind Giesecke und Devrient, eine Firma in München, und die Bundesdruckerei. Und für die Infrastruktur sind die Firmen, die das Ganze machen, IBM, Arvato Bertelsmann,
Intercomponent wäre, die sind direkt Auftragnehmer der Gematik und bieten Infrastrukturleistungen für die Gematik an. Und CGM Medical, eine Firma in Konstanz, die liefert die Konnektoren, mit denen sich die Ärzte mit der Telematikinfrastruktur verbinden müssen. Und das sind so die Hauptprofiteure der Telematikinfrastruktur, die auch in entsprechenden Fach- und Beratungsgremien sitzen, die auch eine Zulassung von der Gematik haben und dort mit im Boot sind und die damit auch selber an der Steuerung dieses Projekts beteiligt sind, sodass man sagen kann, dass das, das sind auch wirklich die großen, die größten sechs Profiteure, sodass das also die Telematikinfrastruktur vor allen Dingen ein finanzieller Selbstbedienungsladen für diese Unternehmen ist, nach dem jetzigen Stand. Und damit dieser finanzielle Selbstbedienungsladen immer funktioniert, braucht man natürlich immer wieder neue Projekte, die es rechtfertigen, immer neues Geld für diese neuen Projekte an diese sechs Firmen zu verteilen. Und deswegen muss auch in dieser Telematikinfrastruktur eine Sau nach der anderen durchs Dorf gejagt werden. Ich habe ja einige der Innovationen, die bisher schon stattgefunden haben, beschrieben. Und jetzt komme ich zu den nächsten beiden Innovationen, die in der Pipeline sind und die als nächstes durchgeführt werden und für den nächsten Kostenschub sorgen sollen. Nämlich die elektronische Patientenakte und die Telematikinfrastruktur 2.0. Es gibt auch andere Anwendungen natürlich, elektronisches Rezept zum Beispiel, wo es auch noch andere Firmen gibt, die davon profitieren. Das sind nämlich vor allen Dingen die Anbieter von Internetapotheken. So, damit kommen wir. Ich würde jetzt aber auf diese beiden geplanten Projekte eingehen: elektronische Patientenakte und Telematikinfrastruktur 2.0. Erstmal elektronische Patientenakte. Die elektronische Patientenakte ist eine elektronische Akte, die den Krankenkassen, die den Versicherten von den Krankenkassen auf Antrag zur Verfügung gestellt wird. Sie ist eine Anwendung der Telematikinfrastruktur im Gesundheitswesen. Die Informationen stehen nicht auf der elektronischen Gesundheitskarte. Man muss auch nicht anwesend sein, damit jemand auf die eigene elektronische Patientenakte zugreifen kann. Die EGK ist zurzeit als ein Schlüssel zur elektronischen Patientenakte vorgesehen und die Versicherten müssen sich authentifizieren. Und also sie müssen zum Beispiel Postident machen oder sowas und erhalten dann einen zweiten Schlüssel und mit den beiden Schlüsseln EGK und dem zweiten Schlüssel der PIN, die sie dann über Postident erhalten, können sie dann auf ihre Patientenakte zugreifen. Wo ist die Patientenakte? Hier ist so ein roter Kasten und das ist der Ort in der Telematikinfrastruktur, wo die elektronische Patientenakte sitzt. Das ist ein Fachdienst, der am Ende in der Telematikinfrastruktur angeboten wird. Das heißt also auf Servern von Dienstleistern, die im Auftrag der Krankenkassen diese Daten verwalten. Hier links sind die verschiedenen Eingangssysteme, Krankenhaus, Arzt, Apotheke, dann der Versicherte selber. Die können über diverse Systeme mit diesen Fachdiensten kommunizieren. Dazwischen sind also Netzwerk-Gateways und Anwendungs-Gateways, über die die Daten weitergeschleust werden. Es gibt vier Firmenkonsortien, die die elektronische Patientenakte anbieten. IBM Deutschland, haben wir schon mal gehört heute. Techniker, Krankenkasse, Barmer Ersatzkasse, Hanseatische Ersatzkasse, Knappschaft und Viaktiv sind Kunden bei IBM Deutschland. Dann gibt es einen IT-Dienstleister namens Bitmark, der im Eigentum von mehreren Krankenkassen steht. Und mit einer österreichischen Firma zusammen, die in Österreich auch die E-Card mitentwickelt hat,
bei denen sind die Deutsche Angestelltenkrankenkasse und alle Betriebs- und Innungskrankenkassen an Bord. Und dann gibt es noch ein Konsortium aus Extension, Intercomponentware, Artos und anderen. Also Intercomponentware und Artos sind auch schon von Anfang an im Telematikprojekt, da haben sie es mitentworfen und sind von Anfang an dabei. Und bei denen sind die allgemeinen Ortskrankenkassen. Das heißt, es sind jetzt, also praktisch gibt es nur drei verschiedene Patientenakten, nämlich bei diesen drei Konsortien und alle. Und wenn man irgendeine haben will, dann das entscheidet die eigene Krankenkasse, dann kriegt man entweder die von IBM, von Bitmark oder von Intercomponentware. CompuGroup Medical bietet auch eine an, aber bisher hat die keiner genommen. Also die Entscheidung liegt nur bei den Krankenkassen. Als Patient kann man nicht entscheiden, welche Patientenakte man haben will. Es gibt die Patientenakte nur auf Antrag der versicherten Person. Bevor die Versicherten diesen Antrag stellen können, müssen sie von der Krankenkasse informiert werden. Die Patienten sind berechtigt, jederzeit die Löschung ihrer Patientenakte zu verlangen, ganz oder teilweise. Sie ist also wirklich ganz und gar freiwillig. Und, das springe ich erstmal ein bisschen weiter vor, es gibt ein Diskriminierungsverbot. Man darf also mit EPA weder besser noch schlechter behandelt werden als ohne EPA. Das steht im Gesetz. Also ich habe ja schon erzählt, die Krankenkassen haben auch ohne EPA eine ziemlich weitreichende Behandlungsgeschichte aller Patienten gespeichert. Und das, die Information darüber bekommt man über den Abfragegenerator. Aber diese EPA, von der wir hier sprechen, die ist ganz und gar freiwillig. Es gibt sehr umfangreiche Informationspflichten der Krankenkassen, die sie einem geben müssen, bevor man die EPA erhält. Ich will das nicht alles auflisten, weil das viel zu lange dauern würde. Aber es sind jedenfalls muss jemand, müssen das also viele kleingedruckte Seiten, also ungefähr zwei kleingedruckte Seiten sein, auf denen also alles Mögliche über die EPA steht, damit man genau weiß, worauf man sich da einlässt. Und bisher hat, glaube ich, noch keiner von uns diese Informationen erhalten. Also falls einer von Ihnen die schon erhalten hat, wäre ich echt daran interessiert zu wissen, bei welcher Krankenkasse das denn der Fall gewesen ist. Was steht auf der EPA oder was kann da draufstehen? Auf Wunsch der Versicherten müssen Ärztinnen und Ärzte die Information über die jetzt aktuelle Behandlung in die EPA schreiben. Und dazu müssen alle Konnektoren aufgerüstet werden, das passiert gerade. Sie sind also verpflichtet, die Infrastruktur dafür vorzuhalten. Es gibt keinen Anspruch darauf, dass der Arzt die gesamte bisherige Behandlungsgeschichte in die EPA schreibt. Das ist bisher nicht vorgesehen. Immer nur die jetzige Behandlung. Zusätzlich kann man noch Folgendes speichern. Das ist Nummer zwei, den Medikationsplan. Das ist für Leute, die viele Medikamente bekommen. Die müssen von ihrem Arzt einen Medikationsplan bekommen. Die Notfalldaten, die elektronischen Arztbriefe, das Zahnbonusheft, den Mutterpass, Kinderfrühuntersuchungsheft, Impfpass, elektronische Pflegedokumentation, von den Krankenkassen gespeicherte Gesundheitsdaten, also was ich schon erzählt habe, die gesammelten Daten aus unserer Behandlung, die können auf unseren Wunsch auch in die EPA umgespeichert werden. Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, Verordnung von Medikamenten, Gesundheitsdaten, die man selber da reinschreibt, die Daten aus den alten elektronischen Gesundheitsakten der Krankenkassen, alles nur auf Wunsch der Versicherten. Okay. Und sonstige von Behandlern für die Versicherten bereitgestellte Daten, die kann man dort auch drauf speichern. Das ist also der Inhalt der elektronischen Patientenakte. Für den Zugriff muss eine eindeutig bestätigende Handlung des Versicherten durchgeführt werden. Die kann auch mit einer App gemacht werden. Sie kann auch bei einer behandelnden Person gemacht werden. Aber dann ist es nicht möglich, den Zugang auf bestimmte Dokumente oder Bereiche zu beschränken. Das heißt, wenn man bei einem Behandler ist
Und man will dem Behandler den Zugang zu der eigenen elektronischen Patientenakte geben, jetzt vor Ort, dann kann man seinen Zugriff nicht einschränken auf einzelne Bereiche, sondern wenn man vor Ort dem Arzt den Zugriff gibt, dann hat er Zugriff auf alles. Und das kann man auch in Zukunft nicht einschränken. Das soll also immer so bleiben. Wenn man erst vor Ort den Zugriff gibt, hat der Arzt den Zugriff auf alles. Nur wenn man zu Hause die Zugriffe differenziert regelt, dann kann man dem Behandlern den Zugriff nur für bestimmte Bereiche in Zukunft geben. Aber noch nicht in der ersten Version, die jetzt rausgerollt wird in diesem Jahr. Das geht erst ab dem 1.1. nächsten Jahres, dass man das zu Hause fein differenziert ausregeln können soll. Das, ja, aber auch im nächsten Jahr soll es so sein, wenn man beim Arzt den Zugriff freigibt, dann hat der Arzt den Zugriff auf alles. Die Dauer des Zugriffs kann vom Versicherten von einem Tag bis 18 Monate festgelegt werden und der Default ist eine Woche. Welche Personengruppen kann man Zugriff geben? Ärzten, Zahnärzten, Apotheken, Psychotherapeuten, Physiotherapeuten, Gesundheitsämtern, Pflegekräften, Hebammen und Betriebsärzten. Bei Ärzten, Zahnärzten, Apothekern, Psychotherapeuten, Physiotherapeuten und Gesundheitsämtern ist es so, dass wenn man einem Arzt den Zugriff gibt, dann hat die ganze Praxis einschließlich ihrer Berufshelfer und aller ihrer Kollegen Zugriff. Wenn man im Krankenhaus den Zugriff gibt, hat so gut wie das ganze Krankenhaus mit Ausnahme der Patienten auf diese Akte Zugriff. Das heißt, der Zugriff, das Zugriffsrecht, das man erteilt, erstreckt sich auf dann mehr oder weniger auf das Personal der Praxis. Die einzigen Ausnahmen davon, Pflegekräfte, Hebammen und Betriebsärzte, da haben nur die Berufsträger Zugriff. Die Versicherten und die können auch Vertreter benennen und sie müssen wahrscheinlich mit dem eigenen Kartenleser am eigenen Computer auf die Patientenakte zugreifen und sie müssen aber auch die Möglichkeit haben, mittels der Benutzeroberfläche eines geeigneten Endgeräts, zum Beispiel einer App, nach Belehrung über die Risiken und mit einer zusätzlichen Authentifizierung der App auch zuzugreifen. Das sind die Zugriffsmöglichkeiten der Versicherten. Ab wann soll was kommen? Nach dem Gesetz, also jetzt schon, soll man Arztbesuche, Notfalldaten, Medikationsplan, elektronische Arztbriefe und selbstgeschriebene Daten, das soll man alles jetzt schon auf die elektronische Patientenakte da reinschreiben können. Das heißt, das steht im Gesetz, ab 1.1.2021, aber es hat im Gesetz auch schon mal gestanden, dass ab 1.1.2006 wir alle eine elektronische Gesundheitsakte bekommen sollen. 2006, das stand auch genauso im Gesetz, wie ab jetzt im Gesetz steht, dass ab 1.1.2021 wir alle eine elektronische Patientenakte bekommen sollen. Und wie gesagt, das alles soll man da schon reinschreiben können. Im Gesetz steht auch, ab 1.1.2022 soll man dann die ganzen Untersuchungshefte, Zahn-, Mutterpass-, Kinderuntersuchungsheft, Impfpass da reinschreiben können. Die Leistungshistorie mit den Diagnosen der Krankenkassen, die alte elektronische Gesundheitsakte und elektronische Verordnung ab 2023, dann alles andere. Wann soll nach der jetzt von der Gematik veröffentlichten Planung was passieren? Die Gematik sagt jetzt, dass man angeblich, ich habe es nicht ausprobiert, selbstgeschriebene Daten in die eigene elektronische Patientenakte schreiben kann. Also man kann also sich jetzt zum Krankenkasse gehen, dort sagen, ich möchte eine EPA haben. Das müssen die Krankenkassen haben, denn das steht im Gesetz. Und dann kann man aber in diese EPA selber irgendwas reinschreiben. Allerdings gibt es keine Eingabegeräte dafür. Das ist also der jetzige Stand. Man kann eine EPA bekommen
Und da kann man dann selbst geschriebene Daten reinschreiben. Allerdings höchstens beim Arzt. Aber ich wüsste nicht, wie man das beim Arzt dann machen kann. Laut Bekanntgabe der Gematik soll ab 1.7.2021 soll man dann Arztbesuche, Notfalldaten und wahrscheinlich auch den Medikationsplan auf der in der elektronischen Patientenakte speichern und ab 2022 dann auch zum Beispiel elektronische Arztbriefe, die man laut Gesetz schon ab 1.1.2021 speichern können soll. So. Was passiert in der Realität? Also ab 1.1.2021 geht gar nichts. Also im Moment existiert nichts davon. Ab 1.7.2021 ist ja schon bald. Mal gucken, was sie bis dahin hinkriegen. Ja, und das gleiche gilt für 1.1.2022. Spahn ist gilt als Ankündigungsweltmeister. Und diese Ankündigungsweltmeisterschaft hat er schon bei der Ankündigung von Lieferung von Impfdosen und Masken und von allem Möglichen eindrucksvoll bewiesen. Und diese Ankündigungsweltmeisterschaft hat er aber auch im Telematikprojekt genauso wie seine Amtsvorgänger geliefert. Telematik 2.0. Die Telematik 2.0 soll viel besser sein und dem heutigen Stand der Technik angepasst. Steht da Wichtiges für Patientinnen und Patienten drin? Ab 2024 sollen sich Versicherte auch ohne EGK bei der Ärztin ausweisen können. Wie soll das gehen? Das steht nicht im Gesetz. Das System ist, es soll Firmen geben, bei denen man seine Identität zertifizieren lassen kann. Und diese identitätszertifizierenden Firmen bekommen eine Zulassung von der Gematik, um dann Identitätsbestätigungsdienste anzubieten. Und diese Zertifizierer legen selbst fest, wie man sich ihnen gegenüber authentifiziert. Also das heißt, wie man ihnen gegenüber beweist, dass man einen bestimmten Namen und Geburtsdatum hat und eine bestimmte Person ist. Und also diese Zertifizierer legen dann fest, wie man ihnen beweist, wer man ist und welche Mittel man auch vom Zertifizierer dann bekommt oder wie man dann einsetzt, Token oder App oder sonst irgendwas, mit dem man dann seine Identität gegenüber der Telematikinfrastruktur beweist. Und diese Methode wird dann gegebenenfalls zugelassen. Das ist also der jetzige Plan und das soll ab 2024 möglich sein. Aber parallel dazu wird noch die Chipkarte mit kontaktloser Schnittstelle ausgerollt. So, ich glaube, das war jetzt alles und ich bin jetzt neugierig auf die Fragen der Teilnehmer hier. So, ich gucke jetzt mal im Chat. Oh. Und Bernhard, hast du schon was mitgeschrieben? So, ja, ich komme jetzt auch mal wieder dazu. Muss da hier, wenn ich die Kamera wieder anmache, 1000-mal erlauben klicken. Direkt Fragen mit dem einleitenden M haben wir nicht, aber wir können trotzdem das mal noch durchgehen, weil es sind teilweise Kommentare zum Vortrag. Der erste Kommentar war, dass Konnektoren auch von Secunet geliefert werden und dass die mehr Marktanteil als die CGM haben. Hm. Ja. Und dann, das kam von Tom. Dann kam von der Datena auch ein Hinweis, dass man Zugriffe auch wieder zurückziehen kann. Und das sollte man am besten dann schriftlich machen, um nicht einen Tag warten zu müssen. Habe ich jetzt nicht verstanden, den Zugriff worauf? Wenn man wahrscheinlich Zugriff auf die EPA erteilt.
Dann ist es ja alles oder nichts, aber man kann das ja auch wieder zurückziehen. So verstehe ich das. Ach so, ja. Jetzt habe ich verstanden, ja. Ja, also das Thema, wenn man beim Arzt ist und mit, dann, ich meine, was für einen Sinn hat die elektronische Patientenakte, wenn nicht den mit dem Arzt auch über die Inhalte zu reden. Aber also man ein Problem auch von Bundesdatenschutzbeauftragten, aber auch von mir ist natürlich, das alles oder nichts Prinzip ist auch ganz schlecht. Also er möchte schon seinem Orthopäden auch die Daten des Gynäkologen geben oder umgekehrt oder ne? Sondern oder es kann auch sein, dass man eine Zweitmeinung von einem Arzt einholen will, ob der erste Arzt recht hatte oder nicht. Und dann möchte man natürlich diesem zweiten Arzt nicht den Zugriff auf die Daten des ersten geben. Und dieser selektive Zugriff ist eben erstens mal in diesem Jahr überhaupt nicht möglich und im nächsten Jahr nur möglich, wenn der Zugriff nicht beim Arzt eingeräumt wird, sondern über das eigene Gerät. Ne? Also wenn man über das eigene Gerät den Zugriff für den Arzt freischaltet, nur dann kann man das ein bisschen selektiv steuern ab nächstes Jahr. Und ja, beide Erlaubnisse, sowohl den beim Arzt als auch den beim Behandler zurückziehen, das ist nicht vorgesehen. Man hat den Zugriff für einen bestimmten Zeitraum erteilt und ich glaube, also bis mir ist nicht bekannt, dass es möglich ist, das zurückzuziehen. Was allerdings möglich ist, ist, dass man den Zugriff sofort nur auf einen Tag befristet. Also man kann beim Arzt sagen, Sie können jetzt auf meine Gesundheitsakte zugreifen und zwar jetzt. Und dann befristet man den Zugriff, dieses Recht hat man, von vornherein auf einen Tag. So, dann wird das automatisch, das Zugriffsrecht, nach einem Tag weggenommen. Nachträglich, also beim Arzt sagen, ich gebe Ihnen den Zugriff für 18 Monate und dann aber zu Hause versuchen, das rückgängig zu machen, davon würde ich abraten, weil das muss nicht gewährleistet sein. Das steht nicht im Gesetz, dass das funktionieren soll, sondern im Gesetz steht, dass eine befristete Freigabe möglich ist. Und was man machen kann jederzeit, ist natürlich die eigene Patientenakte zu löschen. Dann ist kein Zugriff mehr möglich. Aber wenn man sie noch hat und man hat befristeten Zugriff erteilt, ich wusste nicht, dass man das dann wieder wegnehmen kann. Also steht nicht im Gesetz. So. Gut, ja, dann gehe ich mal weiter mit den Kommentaren. Wie wird im Konzept? War dann ein Kommentar, man kann Daten in die EPA reinbekommen mit der EPA-App. Soll es möglich sein, eigene Dokumente in die EPA hochzuladen? Das ist wohl richtig. Aber wenn jemand die EPA-App nicht hat, weil er zum Beispiel gar kein Smartphone hat oder kein Tablet, dann hat er da derzeit keine Chance. Aber das stimmt. Und das würde sich wirklich lohnen, wenn das mal einer ausprobiert. Das stimmt, das ist eine Sache, die jetzt eigentlich gehen muss. Nach außen. Ja, da gibt es eben auch noch einen Kommentar dazu. Das war jetzt also die Anmerkung von Tom und dann gab es die Anmerkung von Datena. Es ginge nicht. Sie haben das bei der TK nicht geschafft und die Unterstützung von der TK wäre wohl auch schlecht gewesen und die App sei ein reines Desaster. Das war dann, also die Datena hat es wohl ausprobiert. Aha, also die hat versucht mit der TK-App was zu machen, ja. Ich lese da immer, kann ich ein Mikro bekommen? Das geht nur, wenn man rausgeht und dann wieder reingeht und dann kann man von Arne, der unser Mitmoderator ist, kann man dann ein Rederecht bekommen, aber ich glaube, wir müssen das versuchen, das ohne auszukommen, weil wir jetzt auch schon ziemlich knapp. Ja, die Konferenz ist ohne Mikrofon für die Teilnehmer aufgesetzt. Also wir können das nicht dynamisch hin und her schalten. Wir können das nicht hin und her schalten, sondern das ist eine komplizierte Sache und davon würde ich abraten. Machen wir mal weiter mit den Fragen.
oder Anmerkung. Also sind ja dann gab es eine Anmerkung von Datena zu der Identität. Das wäre doch eine klassische hoheitliche Aufgabe der Einwohnermeldeämter. Wir sind noch nicht mal zur EPA gekommen, sagt Tom. Neuer Personalausweis sollte das haben, schreibt Kurt Müller. Ja, also man kann sagen, das ist jetzt ein Einfallstor für private Dienstleister, die jetzt im Grunde genommen ist das ganze Telematikprojekt ja in den Händen privater Dienstleister, denn die Gematik ist nur eine Koordinationsinstanz, die an alle möglichen Leute Aufträge vergibt. Aber die Komponenten der, ich mache jetzt mal wieder meine Folien auf hier, die Komponenten der Infrastruktur, das kriege ich mal ganz wieder nach vorne, zack, zack, zack. Die Komponenteninfrastruktur, wo war das eigentlich? So, doch, ich weiß wieder, wo das war. Hier. Das muss man mal maximieren jetzt wieder. Also das, was man hier sieht, an Computern und Infrastruktur, das wird alles von Privatunternehmen bereitgestellt und steht in Rechenzentren von Privatunternehmen. Mit Ausnahme des roten Kastens links, wo die Arztpraxen drauf sind. Aber alles andere wird von Privatunternehmen im Auftrag der Gematik bereitgestellt. Privatunternehmen stellen auch, das machen also nicht Krankenkassen, das sind auch keine Server der Krankenkassen. Das sind alles Server von IBM, Avato, Intercomponentware. Auch die elektronische Patientenakte, das habe ich ja erklärt, die wird nicht von den Krankenkassen in Wirklichkeit technisch bereitgestellt, sondern von privaten Unternehmen und liegt auf den Servern von privaten Unternehmen. Das heißt, die gesamte Telematikinfrastruktur befindet sich auf Servern privater Unternehmen, nicht auf Servern der Krankenkassen oder der Kassenärztlichen Vereinigung oder erst recht nicht des Staates. Und was aber jetzt noch von den Krankenkassen geleistet wird, ist, dass die Krankenkassen im Grunde genommen das Bestätigungsmittel bereitstellen, dass man überhaupt versichert ist. Ja, denn dieses Bestätigungsmittel ist ja die elektronische Gesundheitskarte. Und dieses Bestätigungsmittel, das ist immer noch eine Aufgabe der Krankenkasse, das bereitzustellen. Aber mit der neuesten Planung für Telematik 2.0 wird nun auch diese Aufgabe an Privatunternehmen abgegeben, sodass also Wirtschaftsförderung stattfindet. Denn auch die Bestätigung, dass ich Versicherter bin, soll nicht von der Versicherung durchgeführt werden, sondern von einem privaten Unternehmen. Und das fragt dann bei der Versicherung nach vielleicht oder lässt sich das Wort bestätigen und stellt dann sicher, dass ich tatsächlich die Person bin, die bei der Versicherung versichert ist. Das ist nach einer Verschiebung eines weiteren Dienstes von öffentlichen Institutionen zu privaten Institutionen. Also ich würde sagen, da hast du jetzt auch eine Frage, die erste Frage, die ausdrücklich als Frage an den Vortragenden gekennzeichnet war, beantwortet von Xützi. Hier wird doch eine hoheitliche Aufgabe, die der Einwohnermeldeämter privatisiert. Und ich werde jetzt auch dazu übergehen, dann wirklich die Fragen, die so gekennzeichnet sind, zu nehmen, weil jetzt doch noch einiges im Chat ist. Und dann ist die nächste Frage. Wenn Patient von der Anni, wenn Patient EPA-Eintrag wünscht, aber man als Behandelnder wegen Bedenken, Einhaltung, Schweigepflicht das nicht möchte, kann man das dann folgenlos ablehnen? Nein, also grundsätzlich ist es so, dass die Rahmenbedingungen der Behandlung von Patienten, die zum System der gesetzlichen Krankenversicherung gehören, diese Rahmenbedingungen sind ja gesetzlich festgelegt und in einem Rahmenvertrag
Da gibt es ergänzend dazu einen Rahmenvertrag zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und dem Vereinigung der Krankenkassen. Und diese Regelwerke, Sozialgesetzbuch 5, Buch 5 und dieser Rahmenvertrag, die legen praktisch die Rahmenbedingungen vor, fest für die Behandlung jedes einzelnen Patienten. Und nur wenn man diese Rahmenbedingungen einhält, wird man von der Krankenkasse bezahlt. Aber man muss ja berücksichtigen, dass sie nur dann verpflichtet sind, etwas in die elektronische Patientenakte zu schreiben, wenn sie vom Patienten darum gebeten werden. Und eine Schweigepflicht gegenüber dem Patienten selbst gibt es nicht. Wenn der Patient selber von Informationen über sich selbst verlangt, müssen sie ihm diese Informationen sowieso geben. Wenn der Patient von ihnen verlangt, dass sie ihm in schriftlicher Form seine Gesundheitsakten ausdrucken und zur Verfügung stellen. Auch das müssen Sie nach der DSGVO tun. Sie müssen dem Patienten also alle Informationen über ihn selbst geben. Und deswegen scheint es mir auch keine besondere Zumutung zu sein, dass wenn der Patient den Wunsch hat, dass man seine Informationen in die an IBM oder whatever weiterleitet, kann man ihn nicht daran hindern und sollte ihn auch nicht daran hindern, ist meine Meinung. Warum sollte man? Man hat als Arzt nicht die Aufgabe, den Patienten vor sich selbst zu schützen. Der Patient ist Herr seiner Daten. Dann ist noch eine Frage von Peter Lionstone. Wie wird im Konzept der Zugriff auf gespeicherte EPA-Daten bei Notfällen geregelt? Wie zum Beispiel durch Notarzt bei Unfall, wenn man selbst bewusstlos ist, Notärzte sollen das können. Möchtest du dazu was sagen? Ja, also dafür ist der Notfalldatensatz da. Das ist also eine andere Anwendung. Und dieser Notfalldatensatz, der kann sogar ziemlich umfangreich sein und so eine Art Mini-EPA sein. Die wird sogar jetzt mit dem neuesten Gesetzentwurf von aus dem Hause Spahn, wird dieser Notfalldatensatz wirklich auch zu einer Mini-elektronischen Patientenakte aufgewertet und wird für europäische Datenaustausche von Patientenakten das Mittel der Wahl sein. So, und dieser elektronische Notfalldatensatz ist auf der elektronischen Gesundheitskarte direkt gespeichert und darauf können auch Notfallmediziner zugreifen mit Hilfe ihrer Arztkarte, ohne den Patienten dabei fragen zu müssen, wenn er bewusstlos ist. Dann können sie von einer mutmaßlichen Einwilligung erstmal ausgehen. Wenn der Patient bei Bewusstsein ist, kann er natürlich ihnen diesen Zugriff wieder entziehen. Aber nur dieser Notfalldatensatz, dafür ist er da, für Notfälle. Das heißt, bei Notfällen ist ein Zugriff auf die elektronische Patientenakte ohne den Patienten nicht möglich. Und die einzige Möglichkeit, das zu umgehen, ist, dass man noch eine Vertrauensperson benennt, die außer einem selber auch noch den Zugriff auf diese Akte haben soll. Das kann man, aber dann muss natürlich der Arzt erstmal diese Vertrauensperson finden, bevor er Zugriff auf die Akte bekommt. Also so einfach, weil jemand bewusstlos da liegt, kann Arzt seine Patientenakte bekommen. Das geht nicht. Ja, da gibt es halt nur den Notfalldatensatz und der wurde ja auch von Rettungsmedizinern schon kritisiert, weil da sind dann so Sachen drauf wie die Blutgruppe und dann sagt ein Rettungsmediziner, das nützt ihm überhaupt nichts. Erstens, bis er das ausgelesen hat und zweitens muss er das sowieso selber bestimmen, damit das sicher ist, weil er sich nicht darauf verlassen kann. Ja, also es gehört sowieso zum sozusagen, das ist überhaupt das zentrale Kompetenzfeld des Notfallmediziners, in kurzer Zeit eine Diagnose zu stellen und dann zu erforderliche Maßnahmen einzuleiten. Und es ist nur ganz selten so, dass man dann den Zugriff auf irgendwelche Daten braucht. Allerdings, was natürlich ein Problem ist, sind Medikamentenunverträglichkeiten. Und wenn man das weiß, dass man bestimmte Medikamentenunverträglichkeiten, Allergien und so weiter an sich hat, dann sollte man unbedingt einen Notfallausweis haben. Allerdings gibt es den Notfallausweis
auch auf Papier und weil man, jeder von uns ja auch manchmal ins Ausland verreist, würde ich unbedingt diesen Notfallausweis aus Papier mir ausstellen lassen. Den gibt es im Papierhandel für 1 Euro oder so. Und dort kann man dann auch von seinem Arzt die Informationen draufschreiben lassen oder sich selbst draufschreiben. Und dort sollte man sollte also unbedingt, wenn man unter Medikamentenunverträglichkeiten oder sonstigen kritischen Bedingungen leidet, die ein Notfallmediziner wissen muss, dann sollte man die in einen Papiernotfallausweis unbedingt reinschreiben und den immer bei sich tragen. Denn selbstverständlich untersuchen die Notfallmediziner oder das Rettungspersonal, untersuchen natürlich auch die Taschen, weil sie Personalausweise und Gesundheitskarten finden wollen. Und dann würden sie auch den Notfallausweis finden. Und wenn da Medikamentenunverträglichkeiten stehen, könnten sie sich daran halten. Man kann natürlich das auch auf die EEG schreiben. Dann würde das aber eben nur in Deutschland funktionieren. Dann gehe ich mal zur nächsten Frage. Ich glaube, die ist sehr weit gefasst von der Katharina Stauch. Um eine größere öffentliche Debatte anzustoßen über das Digitalisieren des Menschen zum Wohl der Wirtschaft und zur Kontrollmöglichkeit durch den Staat, bräuchte man ein alternatives Modell. Wie könnte dieses aussehen? Ja. Ich weiß nicht, kann man da eine Ein-Zwei-Satz-Antwort haben, weil ich denke, das ist Gegenstand für eine ganze Vortragsreihe für sich selber. Ich habe eine Standardantwort darauf und die möchte ich jetzt auch geben. Sinnvoll scheint mir, dass man dezentrale Mittel zur Kommunikation mit seinem Arzt benutzt. Ich kenne zum Beispiel mehrere Leute, die auf ihrem Computer zu Hause schon eine Masse von Röntgenbildern und alles möglichen Daten über sich selbst auch gesammelt haben. Und die lassen sich, gehen nämlich mit ihrem, wenn sie beim Arzt sind, gibt er ihnen nämlich manchmal einen USB-Stick, wo die Röntgenbilder drauf sind. Und mit diesem USB-Stick gehen die Leute dann nach Hause und kopieren die Daten vom USB-Stick dann auf ihren heimatlichen Rechner und haben dann auf ihrem Rechner mit der Zeit eine ansehnliche Gesundheitsakte. Und wenn sie dann zu einem anderen Arzt gehen und dem Zugriff auf die Röntgenbilder geben wollen, dann kopieren sie die Daten eben wieder auf einen anderen USB-Stick und bringen den zum Arzt und der Arzt kann die dann einlesen. Dieses System, was wir jetzt haben, ist allerdings natürlich ziemlich sicher und unsicher und riskant. Vor allen Dingen für den Arzt, denn der Arzt muss sich dann darauf verlassen, dass der Patient ihm keine Viren auf dem USB-Stick gespeichert hat oder ähnliches. Ja, aber es wäre also total gut, wenn die Patienten, die diese Datensammlung jetzt schon haben, wenn die ein sicheres Mittel hätten, ihre Datensammlung zu verwalten und auch in Kommunikation mit ihren Ärzten zu treten, denen die Daten sicher zu übermitteln, zum Beispiel ihnen sicher zu schicken oder von ihnen sicher zu bekommen. Das wäre total gut, wenn man diese Möglichkeit hätte, direkt zwischen Arzt und Patient Daten auszutauschen, ohne den Umweg über irgendwelche zentralen Instanzen. Das ist vollkommen unnötig. Und, also kurz formuliert, keine zentrale Superarchitektur, sondern wirklich von zwischen den Beteiligten direkt sicher kommunizieren. Richtig. Und wo ich die Aufgabe der Gematik eigentlich sehen würde, ist, solche Standards vorzusehen, für solche Kommunikation direkt zwischen Arzt und Patient. Das ist das, was ich eigentlich von der Gematik erwarte, dass sie Standards festlegen, wie ich mit meinem Arzt vernünftig Daten austauschen kann. Und dann sollte es auch irgendwelche sicheren Geräte geben, mit denen das möglich ist. Ja, also zum Beispiel sichere USB-Sticks, auf denen zum Beispiel Verschlüsselung drauf ist und auf denen auch, die auch dagegen abgesichert sind, dass man irgendwelche gefährlichen Inhalte da drauf spielt. Okay, wenn man so einen sicheren USB-Stick hat, mit dem man Daten zwischen Arzt und Patient hin und her transportieren kann, das wäre ein wirklicher Gewinn und wäre gut für uns alle. Allerdings wäre es natürlich ein Riesenverlust für Intercomponentware und viele andere. Und deswegen gibt es das jetzt nicht. Aber das ist das, was ich eigentlich möchte. Und zurzeit läuft das aber auch schon. Viele Patienten haben das schon und kopieren diese Daten mit, US-
Bistix hin und her, das funktioniert also auch. Und ich kann jedem, der den Wunsch hat, seine eigenen Daten am eigenen Computer zu verwalten, ich bin dafür nicht krank genug. Ja, aber ich kenne etliche Leute, die sind krank genug dafür und die machen das natürlich. Und so würde ich das auch machen. Ich bin ja schon in dem Alter, in dem man alte Leute kennt, die krank genug dafür sind, elektronisch ihre Akten verwalten zu wollen. Und die machen das auch. Aber natürlich selbstbestimmt. Okay, wir haben noch einige weitere Fragen. Da würde ich jetzt mal noch mal eine Frage von Georg bringen. Wer kann die EPA entschlüsseln, gegebenenfalls nach einigen kleineren Gesetzesänderungen? Also da schimmert schon durch, dass die Schlüssel gar nicht unter der Hoheit der Patienten sind. Ja, also zurzeit ist das, hatten wir in der letzten Veranstaltung und da bin ich nun nicht der Superkompetenzträger, aber Herr Maus hat dazu sehr gute Ausführungen gemacht. Zurzeit sind die Schlüssel, also können die sind bei der Gematik praktisch unterschiedliche Dateien vorhanden und da sind auch unterschiedliche Instanzen, die den Zugriff darauf regeln, sodass man mehrere Leute braucht, die jeweils einen halben Schlüssel freischalten und dann kann man darauf zugreifen. Aber grundsätzlich ist technisch ein Zugriff ohne Mitwirkung des Betroffenen theoretisch möglich, wenn die Gematik es will. Allerdings ist das gesetzlich derzeit also gesetzlich verboten. Aber, und darauf hat Herr Maus in richtiger Weise hingewiesen, es kann gesetzlich natürlich in Zukunft erlaubt werden. Und dann hat man einfach den Zugriff darauf. Dann hat der Staat zum Beispiel den Zugriff darauf. Jetzt hat der Staat den nicht. Aber Ja, wenn das. das nicht erlaubt werden würde, könnte man technisch Leuten, die jetzt dieses Recht nicht haben, dieses Recht geben. Und ich erinnere nur daran, aber erinnern kann ich natürlich nur die Leute, die schon mindestens 20 Jahre lang erwachsen sind, dass man auch schon bei der Einführung des Mobilfunks uns immer gesagt hat, dass der Mobilfunk ganz sicher ist und nicht abgehört werden kann. Das war auch eine Zeit lang so, aber der Staat hat natürlich nichts Eiligeres zu tun gehabt, als die Abhörbarkeit des Mobilfunks nachträglich herzustellen. Und bei der elektronischen Gesundheitskarte ist es schon so, dass diese technische Möglichkeit des Zugriffs von Inhabern von Hoheitsgewalt theoretisch möglich wäre. Allerdings nicht nach der jetzigen Rechtslage, sondern die Rechtslage müsste man dazu ändern, aber dann würde das gehen. Ja, man muss vielleicht nochmal betonen, dass ursprünglich das ja wirklich so war, dass man gesagt hat, der Patient hat seine Schlüssel auf der elektronischen Gesundheitskarte und daher geht nichts ohne den Patienten. Und da war dann natürlich immer schon klar, und wenn er die verliert oder seine PIN vergisst oder sowas, ist dann nicht alles verloren. Deswegen, man hat immer das Problem gehabt, wie kann man den Zugriff gewährleisten? Also es war immer ein Spannungsfeld. Und jetzt ist es klar, dass man den Schlüssel auf der Karte gar nicht braucht. Richtig. Das ist also im Grunde eine reine Nebelkerze mittlerweile. Vielleicht war das mal beabsichtigt, aber es ist nicht mehr relevant, was man da auf der Karte hat. Ja, und es gibt jetzt gerade ein interessantes Urteil vom Bundesgerichtshof zum elektronischen Anwaltsausweis, wo der Bundesgerichtshof gesagt hat, dass der Anwaltsausweis auch dann sicher ist, wenn vom Staat aus darauf zugegriffen werden kann, denn Sicherheit sei normativ zu verstehen, ja. Das heißt, eine Datensammlung, also die ist dann dazu, ist normativ zu verstehen und nicht technisch. Und das heißt, dass auch eine Datensammlung, auf die der Staat Zugriff hat, sogar sicherer ist als eine, wo nur der Mensch selber Zugriff darauf hat. Ja, so werden Begriffe mit neuem Dazu muss Leben man Jura gefüllt. studieren, um das zu verstehen. Ja, Okay, das niedere heißt, Daseinsformen als Juristen nennen das einfach nur Neusprech. ja. Okay, aber nächste Frage von Uli. Das ist nochmal ein weiterer Aspekt. Vom Notfalldatensatz. Sollen Notfalldaten nicht in elektronischer Patientenakte gespeichert werden, also weg von der EGK, Stichwort kurz EPA? Ja, also ich würde,
Also wenn ich jetzt einen Notfalldatensatz über mich anlegen wollte, weil ich zum Beispiel irgendwelche Medikamentenunverträglichkeiten hätte von gegenüber Medikamenten, die auch relativ häufig tatsächlich von Notfallmedizinern verabreicht werden, wie zum Beispiel Antibiotika. Man stellte sich vor, ich hätte irgendeine Allergie gegen bestimmte Antibiotika, die überall verwendet werden. Da würde ich mir natürlich diesen gelben Ausweis von der WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, gibt so einen gelben Notfallausweis heraus. Der liegt manchmal auf Veranstaltungen von Silke Lüder stapelweise aus. Deswegen habe ich auch einige davon. Warte mal eine Sekunde, dann hole ich mal einen. Ja, dann kann der Jan Kuhlmann das Teil in die Kamera halten. Ja, ich versuche das, aber ich habe den nicht so doch da. Hast du einen greifbar? Ich habe ihn gefunden. Ja. Nicht einfach eingriffen, die Sucherei geht los. Nein. Hier. Das ist also so ein langer gelber Streifen. Das ist dieser Notfallausweis. Und da kann man alles Mögliche reinschreiben. Und das ist die Titelseite davon. Hier. Kann man das sehen? So. Kann man da irgendwas sehen? Ich kann. Ja, man muss halt dann dein Bild groß machen, dann sieht man das dann auch ein bisschen schöner. Es ist zwar nicht scharf, aber so ungefähr kann man erkennen. Also das ist so eine, da stehen also ganz viele Fragen drin und in ganz vielen verschiedenen Sprachen, sodass auch Notfallmediziner das verstehen würden, mit denen man gar keine gemeinsame Sprache sprechen kann. Ich halte nochmal in die Kamera hier. So, da ist auch so ein WHO-Symbol drauf. Das ist so ein gelber Ausweis. Und so ein Ding, der heißt europäischer Notfallausweis. Und so einen Ausweis würde ich mir, wenn ich das Bedürfnis hätte, also wenn ich die Notwendigkeit hätte, Ärzte zu informieren, was mit mir los ist, würde ich das da reinschreiben. Ja, denn das ist wirklich sicher, dass der Arzt es dann auch wirklich zur Kenntnis nehmen kann. Ich verlasse mich so, also gerade deswegen, weil ich so viel mit Technik arbeite, also ich bin auf Technik wirklich hundertprozentig angewiesen. Aber es gibt eine Sache, die ein Techniker lernt, ständig zu beachten: Redundanz. Was heißt Redundanz? Das heißt, wenn irgendwas schief geht, muss es dann trotzdem noch funktionieren, indem man noch ein zweites oder drittes System hat, das dann in Erscheinung tritt, wenn das erste System den Geist aufgibt. Okay? So, und deswegen, da ich ein Freund von Redundanz bin, der europäische Notfallausweis, den sollte man selbst dann, wenn man eine elektronische Patientenakte hat, dann lieber noch zusätzlich dabei haben, falls zufällig gerade bei dem Notfallmediziner das Handy abgestürzt ist oder sowas. Also für so einen Fall, wo ich halb tot irgendwo am Boden liege, da verlasse ich mich doch nicht auf irgendwelche Technik. Sorry. Ne? Ja, aber doch, hier gibt es auch eine angeregte technische Diskussion im Chat, die will ich nicht im Einzelnen wiedergeben. Also diese Sache mit dem USB-Stick wurde hier sehr intensiv diskutiert und Xützi hat da noch geschrieben, dass Bad USB eine grundsätzliche Verwundbarkeit der USB-Schnittstelle, die nicht behebbar ist, sei. Also man muss da natürlich schon dann gucken, wie man diese Idee auch sicher hinbekommt und Ja, aber also das natürlich. ist völlig recht. Also das ist ja gerade das Problem. Wie kriegt man sichere Kommunikation zwischen Arzt und Patient geregelt in Anbetracht unsicherer Schnittstellen? Aber das ist die Aufgabe der Gematik und nicht sich irgendwie darüber Gedanken zu machen, wie man die Daten zu IBM schaufelt. Also, okay. Ja, man muss vielleicht dazu sagen, wenn hier der Begriff USB-Stick verwendet wird, ist nicht notwendigerweise die aktuelle USB-Technik gemeint, sondern ist das auch ein bisschen symbolisch. Eventuell muss man da dann auch die Technik entsprechend weiterentwickeln, aber natürlich USB hat jeder. Insofern ist man hier wieder in so einem Henne-Ei-Problem. Richtig, also USB hat jeder und das benutzen die Leute jetzt dafür, sowohl die Ärzte als auch die Patienten. Es ist zwar schade, dass sie das tun, aber man hat nichts Besseres und es ist meiner Meinung nach auch immer noch
vernünftiger als, also ich würde das eher einsetzen als die elektronische Patientenakte, aber das bleibt jedem selbst überlassen. Also da gibt es jedenfalls einiges an Diskussion hierzu. Ich denke, das wollen wir heute nicht ins Letzte vertiefen. Dann versuche ich mal hier zur nächsten Frage zu kommen. Von Xitzi, verstehe ich das richtig? Wenn der Staat eine Lösung als sicher definiert, dann ist das vor Gericht fiktiv sicher, in Anführungszeichen, unabhängig davon, dass sie real gehackt werden kann. Ich glaube, das hast du schon fast beantwortet. Willst du da noch was dazu sagen? So ist das nicht. Also, sondern es ist so, wenn nur der Staat hacken kann und sonst keiner, dann ist das sicher. Okay? Also wenn irgendjemand, der nicht der Staat ist, was hacken kann, das will der Staat auch nicht. Aber dass der Staat selber hacken kann, das gehört mit zur Definition der Sicherheit nach diesem BGH-Urteil. Ja, aber da kann man natürlich schon trefflich drüber streiten, ob das dann nicht staatliche Hybris ist. Wenn der Staat etwas kann, dann kann das jeder andere Akteur, der über vergleichbare Mittel verfügt, ja auch tun. Ja, das ist, zumindest ein anderer Staat, der über mehr Mittel verfügt als der deutsche Staat, wird es können. Ja. Naja, also in dem Fall ist das ja zum Beispiel so, dass nur Mitarbeiter der, wie heißt der Laden nochmal, entweder der Bundesrechtsanwaltskammer oder der Bundesnotar, nur Leute in der Bundesnotarkammer können die Daten, kommen da ran an diese Daten, die mithilfe von dem elektronischen Anwaltsausweis übertragen werden. Und da gibt's, wir haben da auch unsere eigene Infrastruktur. Und da kommen nur die Leute von der Bundesrechtsanwaltskammer und Bundesnotarkammer ran. Und ja, wenn man natürlich zu denen, also falls es bei denen irgendwelche Verbrecher gibt, wovon man in Zweifel natürlich immer ausgehen muss, dann kommen die auch an diese Daten ran, weil der Staat eben die Möglichkeit haben möchte, dass er auch diese Daten haben kann. Insofern hat Bernhard recht. Ja, wenn der Staat daran kommen kann, muss natürlich irgendjemand außer dem Staat auch noch daran kommen. Und das gleiche Problem stellt sich eben genauso bei der Patientenakte. Ja, die Gematik hat die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Und das ist natürlich ein Risiko für die Patienten. Und dann nochmal von Xützi eine Ergänzung zu dieser Sicherheitsthematik mit der USB-Schnittstelle. Doch, man hat was Besseres, passive Datenträger wie SD-Cards. Ja. Also, ja. Ich bin kein Techniker. Ich denke auch, dass es bessere Möglichkeiten als USB-Sticks gibt. Und dann sollte man die, also und solange man nichts Besseres von der Gematik oder von der Krankenkasse zur Verfügung gestellt bekommt, sollte man natürlich das nutzen. Ja, also wie gesagt, es geht halt, ich denke, USB-Stick ist halt etwas, was jedem geläufig ist, deswegen verwendet man auch gerne in der Diskussion das Wort, ohne notwendigerweise genau diese Technik zu meinen. Was wirklich gemeint ist, ist, dass es eben ein Datenträger ist, den der Patient bei sich hat, und wenn er ihn nicht aus der Hand gibt, dann kann es keiner lesen. Das ist, denke ich, sind die grundsätzlichen Eigenschaften, die wir da meinen. Richtig. Dann gucke ich mal weiter. So, ja, da ist jetzt nichts mehr, was mit einem M gefleckt ist. Viele angeregte Diskussionen. Doch, jetzt kommt hier von Anni wieder eine Frage direkt an den Vortragenden. Wenn meine Patientendaten wegen der EPA-TI abhanden kommen, wen soll ich zuerst verklagen? In Klammern etwas sarkastisch. Also wenn man einen Datenverlust erleidet, durch die, als Patient oder als Arzt, ich habe jetzt verstanden, das ist eine Frage, wenn meine, nee, das war Patient. Ja, wenn meine Patientendaten abhanden kommen, ja, also wen soll ich zuerst verklagen? Ja.
Also wer haftet, ich glaube, ist die Frage. Wer haftet dafür? Also es kommt darauf an, wer schuld. Also, ne, im deutschen Recht gilt das Verschuldungsprinzip. Das heißt, derjenige, der Schuld hat an dem Datenverlust, muss dafür haften. Die Verantwortung für die einzelnen, also die Gematik hat die Verantwortung für die einzelnen Teile ihrer Infrastruktur geschickt so geregelt, dass sie selber für nichts verantwortlich ist, sondern immer andere verantwortlich sind. Nämlich entweder die Betreiber, also ich hatte ja vorhin erzählt, dass jeder Server, der in der Telematikinfrastruktur steht, und das sind hunderte, von einem privaten Dienstleister betrieben wird. Und diese privaten Dienstleister sind für die Sicherheit ihrer Anwendung überwiegend verantwortlich. Und oder die Krankenkassen sind für die elektronische Patientenakte rechtlich verantwortlich. Und für die Infrastruktur, die beim Arzt steht, anschließend des Connectors, ist der Arzt verantwortlich. Obwohl der Arzt keine Ahnung hat, wie der Connector funktioniert. Aber trotzdem die rechtliche Verantwortung für die Funktionsweise des Connectors und dass der Connector richtig arbeitet, hat der Arzt. Das heißt, wenn Daten abhanden kommen, muss man mal feststellen, was ist schiefgegangen und wer hatte die Verantwortung für die Komponente, die durch die Daten verloren gegangen sind. Das kann der Arzt sein, das kann die Krankenkasse sein oder das kann ein Dienstleister in der Telematikinfrastruktur sein. Man muss erstmal herausfinden, wer hatte die Schuld und dann muss man den verklagen. Sie werden sich gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben, ja, das werden sie tun. Und da wird man so eine Schwierigkeit haben, den richtigen Verantwortlichen zu fassen zu kriegen, das ist richtig. Ja, da hat der Patient dann erstmal ein Problem, weil er ja gar nicht wirklich weiß, wer da jetzt dafür schuldhaft wäre. Richtig. Aber die Gematik hat eine Stelle, die dafür zuständig ist, auch den Patienten dabei zu unterstützen, den richtigen Schuldigen zu finden. Also so ganz im Regen steht man da nicht, aber das ist ein Risiko und deswegen würde ich auch immer sagen, Datenminimierung, ein Grundsatz der Datenschutzgrundverordnung. Ja. Das heißt, grundsätzlich sollte man auch seine Daten so wenigen Leuten wie möglich geben und den Umfang der Daten, die über einen gespeichert werden, immer so wenig so klein halten wie nur möglich. Und wenn man das tut, dann das ist die beste Datensicherung, die es gibt. Immer mit möglichst wenigen Leuten die eigenen Daten zu geben. Und deswegen würde ich eben auch von der elektronischen Patientenakte abraten, weil das ist, dadurch schafft man Risiken, die vermeidbar sind. Denn man liefert dadurch die eigenen Daten in der Infrastruktur, die man selber überhaupt nicht kontrollieren kann. Ja, dann komme ich hier noch zu einer Frage von Uli. Da geht es um die Einschätzung der Schweigepflicht, Zeugnisverweigerungsrecht bei Mitarbeiterinnen in anderen Einrichtungen, also nicht Ärzte. Diese können ja potenziell auch Zugriff auf die EPA haben. Verstehe ich, habe ich jetzt nicht verstanden nochmal. Ich lese nochmal vor, weil das ist ein Telegrammstil. Also es geht hier um die Einschätzung Schweigepflicht, Zeugnisverweigerungsrecht bei Mitarbeiterinnen in anderen Einrichtungen, also nicht Ärzte. Also es könnte ja sein, dass irgendeine Pflegeperson oder jemand, der Heilmittel bereitstellt, auch Zugriff auf die Daten hat. Und wie das da dann eben mit der Schweigepflicht und dem Zeugnisverweigerungsrecht aussieht, weil die sind ja nicht diesen ärztlichen Schweigepflicht unterworfen. Und doch, es geht doch, ja. Das ist jetzt sogar, da gibt es Gesetzesänderungen, durch die das ausgeweitet wurde. Also alle Mitarbeiter des Arztes unterliegen jetzt auch der, das ist Paragraph 203 StGB, Strafgesetzbuch, das. Da steht drin, dass es diese besondere Schweigepflicht für bestimmte Berufsgruppen, unter anderem auch Ärzte und ihre Helfer. Geht es dann auch für Hilfsmittelbereitsteller? Also wenn ich jetzt einem Laden mir irgendwie ein orthopädisches Hilfsmittel herstellen lasse? Ja, es gilt auch. Also die unterliegen auch der ärztlichen Schweigepflicht jetzt. Also auch die Apotheker und die Apothekenhelfer, also normalerweise hat man ja in der Apotheke nie mit Apothekern zu tun, sondern überwiegend mit Apothekenhelfern,
Die unterliegen auch derselben Schweigepflicht wie die Apotheker selber. Und das Gleiche gilt für die Berufshelfer von Ärzten. Und neuerdings soll das sogar ausgeweitet werden, natürlich auch auf IT-Leute, die eben mit Patientendaten umgehen müssen, weil sie auf Computern gespeichert sind. Also dann diese Schweigepflicht soll auf alle, das gesamte Personal ausgeweitet werden, das einen direkten Zugriff auf diese Daten hat. Also die Berufshelfer haben jedenfalls unterliegende Schweigepflicht und auch die Heil- und Hilfsmittel oder Apotheken, die sind alle von der Schweigepflicht mit erfasst. Oder Hebammen und so weiter, alle sind alle zu Schweigen verpflichtet und ihre Berufshelfer ebenfalls. Ja, die Diskussion ist immer noch sehr angeregt im Chat, aber ich kann nicht alles vorlesen. Das würde die Möglichkeiten sprengen. Also ich warte mal noch, ob noch mal irgendwie was kommt, was hier direkt von uns besprochen wird. Oder also eine Anmerkung, die sich hier gerade, leider wird angedacht, dass die EPA ab Geburt angelegt wird und das wurde von Gutachtern Spahn vorgeschlagen. Ja, also es gibt natürlich, also ich selber war auch schon mal bei der Anhörung im Bundestag, wurde ich da als Sachverständiger angehört und da konnte ich natürlich nur von voller Erstaunen feststellen, dass die Mehrheit der Leute, die dort außer mir noch eingeladen wurden, dass die von irgendwelchen wirtschaftsnahen Verbänden eingeladen wurden und selbstverständlich forderten, dass nicht wie etwa mehr Datenschutz, sondern noch weniger Datenschutz als von Spahn schon gewünscht. Also die meisten Leute, die dort da was gesagt haben von irgendwelchen Industrieverbänden, denen war Spahn noch viel zu datenschutzerisch. Sondern die haben natürlich noch viel mehr Aufweichung von Patientenrechten gefordert und selbstverständlich fordern die auch, dass man Patientenakten verpflichtend machen soll. Dann hat man das Problem der Akzeptanz nicht mehr. Jetzt ist es ja so, das habt ihr ja gesehen, nur 2,5% aller höchstens wollen so eine Akte haben. Es gibt ja diese freiwillige Akte schon. So, und jetzt die nächste Akte ist auch schon freiwillig. Warum sollen da mehr als 2,5% die haben wollen? Aber dann ist das Ganze natürlich auch ziemlich schief gegangen. Und deswegen wird es tatsächlich diesen Schritt geben, dass die Forderung kommen wird, wir müssen die verpflichtend machen, denn sonst haben die ganzen Milliardeninvestitionen ja keinen Sinn, wenn das nachher nur von 1 oder 2% genutzt wird oder vielleicht auch von 10%, auf jeden Fall nicht von irgendeiner nennenswerten Anzahl. Okay, aber ich denke, wir sind ja auch schon eine halbe Stunde über die Zeit, wenn keine... Ja. Ich habe jetzt gedacht, ich warte mal noch ein bisschen, ob hier direkt noch was reinkommt, weil sonst würde ich auch sagen, kommen wir hier langsam mal zum Schluss. Das war wirklich also dann noch eine sehr, sehr angeregte Diskussion und auch wirklich viele Fragen, die wir hier jetzt noch besprechen konnten und denke ich, die noch viel mehr Klarheit hier reingebracht haben, weil es doch wirklich... viele Verständnisfragen waren und dann noch Details kamen. Aber dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei dem Vortragenden und auch für die rege Teilnahme im Publikum. Und dann sehen wir uns wieder in einem Monat. Ja, ich bedanke mich auch für Ihre oder eure Geduld. Und ich würde mich freuen, wenn wir diese Reihe fortsetzen und wieder diskutieren.